Die Bilanz der Nürnberg Messe fällt auch 2014 durchweg positiv aus. Mit 230 Millionen Euro Umsatz ist das Umsatzziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Doch damit nicht genug. 2014 werden auch zahlreiche Rekordwerte eingestellt. Mehr ausländische Aussteller, mehr Besucher und mehr verkaufte Ausstellungsfläche als je zuvor. Wir hatten ein unglaublich gutes Jahr 2014. Wir haben weltweit 36 eigene Veranstaltungen durchgezogen, am Standort wie international, und hatten tatsächlich bei 2 von 3 dieser Messen ein All-Time-High. Das heißt, wir sind in vielen Dimensionen gewachsen. Die Währung im Messewesen sind ja die Flächen, die Aussteller, die Besucher. Und das haben wir in 2014 über die Maßen positiv abgeschlossen. Der Grund für diesen Erfolg liegt teilweise in der Geschichte, genauer vor 25 Jahren mit dem Mauerfall. Keine deutsche Messegesellschaft profitiert von diesem Ereignis so stark wie die Nürnberg Messe, und das bis heute. Mehr als die Hälfte unserer Unternehmensgeschichte haben wir in der Wirtschaftsphase erfolgreich absolviert. Nach dem Fall der Mauer, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach der Wiedervereinigung Deutschlands und Europas. Und wenn Sie die Umsatzkurve des Unternehmens ansehen, dann werden Sie feststellen, dass nach 89, 90 es plötzlich steil bergauf ging. Das heißt, diese geschichtliche Zäsur war für uns als Unternehmen ein echter Turbolader für die Entwicklung unseres Geschäfts. Ein weiterer Turbolader, die Frankenhalle. Zahlreiche Promis und unzählige Besucher waren hier schon zu Gast. 2014 darf die Frankenhalle nun bereits ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Doch der Blick der Nürnberg Messe geht ebenso in die Zukunft. Das eindrucksvollste Beispiel dafür liefert aktuell die neue Halle 3A. Richtungsweisendes Design trifft auf preisgekröntes Innenleben. Kategorie Gold von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, und das als allererste Veranstaltungshalle weltweit. Insgesamt ist es ja Roland und mir ein großes Anliegen, dieses Thema Energieeffizienz stärker zu verankern im Unternehmen. Das hat damit zu tun, dass wir, wenn wir Messen haben, einen Energieverbrauch aufweisen, wie sie eine kleine Stadt hat. Und da gehört es auch aus übergeordneten Interessen dazu, dass man sich den Energieverbrauch gut anschaut. Die Bundesregierung hat Klimaschutzziele unterschrieben. Die Energiewende soll funktionieren. Da muss auch ein Unternehmen wie die Nürnberg Messe anfangen, sich zu überlegen, was heißt das dann für uns? Und wenn man dann bei der Halle 3a zertifiziert bekommt, dass wir nach der damals gültigen Energieeinsparverordnung 60% drunter liegen, dann ist das ein wunderbares Kompliment. Doch nicht nur vor Ort ist die Nürnberg Messe perfekt aufgestellt. Auch Internationalität wird großgeschrieben. Mittlerweile ist die Nürnberg Messe in insgesamt 114 Ländern erfolgreich aktiv. 2015 bringt allerdings einige Herausforderungen. Auf der einen Seite zahlreiche Krisenherde auf der Welt, auf der anderen Seite aber eine generell positive Wirtschaftsprognose. Eine gewisse ambivalente Stimmung zieht schon mit ein, wenn man die Prognose 2015 stellt. Aber in Summe sind wir im Moment dennoch der Auffassung, dass für die Messen in den Branchen, in denen wir Veranstaltungen am Start haben, wir in 2015 weiter wachsen können. Und damit blicken wir, wie es so schön heißt, verhalten optimistisch ins neue Jahr 2015. Gut möglich also, dass die Nürnberg Messe wie in diesem Jahr auch 2015 wieder Rekorde aufstellt.